Zuschauer. Das zweite Thema zum Fototag aus der Arbeitsgruppe Mensch und Reportage. Als erstes nochmal der Hinweis, dass auch die Zoom-Sessions aufgezeichnet werden. Und wer dort nicht im Bild sein möchte, sollte sein eigenes Video deaktivieren und auch vielleicht auch seinen Ton. Aber alle anderen können natürlich ihr Video auch übertragen. Dieses Thema handelt sich um das Licht, Lichtqualität und Lichtsetzung in der Fotografie. Das ist ja eigentlich so gesehen aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Technik. Das Licht wird uns gegeben, aber ein gutes Licht macht auch ein gutes Foto und schlechtes Licht macht eher nicht so gute Fotos. Um was geht es denn heute? Lichtqualität und Sichtsetzung. Jetzt müssen Sie erstmal mit dem Vortrag ein bisschen begnügen. Erstmal was das Licht, so ein bisschen physikalisch, erstmal mit den trockenen Lichteigenschaften, wie sind Oberflächen, Schatten. Ich brauche da, glaube ich, nicht alles vorlesen von der Agenda, von den Themen. Sie können das schneller lesen, als ich das vorlese, und das ist auch ein bisschen langweilig. Was ist eigentlich Licht? Erstmal in die Physik. Licht ist eine elektromagnetische Welle, genauso wie Röntgenstrahlen und so weiter und Radiostrahlen, aber es ist ein ganz kleiner Teil aus dem Spektrum von 400 Nanometer bis 57 Nanometer. Hier unten sieht man mal die Skala, wo Licht liegt und in dem Strahlung eingefasst, die anderen hochfrequenten Strahlung oder die niederfrequenten Strahlung bis zum Infrarot. In der Wahrnehmung ist Licht so gesehen notwendig für das Sehen. Es gibt jetzt Lichtquellen, so eine kleine Geschichte. Was gibt es alles für sich? Natürliches Licht. Die bekannteste Quelle ist die Sonne. Das ist auch die intensivste Lichtquelle, die wir überhaupt kennen. Und ansonsten gibt es als natürlich noch Lichtphänomene in der Atmosphäre, so Wetterleuchten, das aber für die Fotografie weniger Bedeutung hat. Klar, als Effekt schon, aber in der Regel wird das eher nicht genutzt. Also draußen natürliches Licht ist immer die Sonne. Und dann gibt es jede Menge künstliches Licht von Feuer, Glühlampen, Leuchtstofflampen, Neonröhren. Die echten Neonröhren, die wurden ja noch mit Edelgasen befüllt. Die haben dann die Farben. Inzwischen ist das ja alles nicht mehr so in, das wird ja nicht mehr gemacht mit diesen Gasen, sondern wird ersetzt durch Energiesparlampen und LEDs. Und nicht zum Schluss gibt es natürlich auch Blitzgeräte, die wir in der Fotografie einsetzen, davon später noch mehr. Lichteigenschaften, ja, was sind die Eigenschaften des Lichts, die wir beachten müssen? Einmal ist es die Intensität, und da ist ganz wichtig, die Lichtintensität nimmt quadratisch mit der Entfernung zum Motiv ab. Das können wir in vielen Fällen nutzen und ist wichtig zum Einsatz der Reflektoren. Wenn das Licht quadratisch mit der Entfernung abnimmt, dann ist es so, wenn wir zum Beispiel einen hellen Hintergrund haben und Blitzlicht einsetzen und der Hintergrund ist sehr weit weg, dann wird der Hintergrund trotzdem dunkel. Man kann also auch dunklen Hintergrund erzeugen, obwohl da gar keiner ist, indem das Objekt sehr nah steht und hinten wenig Licht ankommt. Und das geht relativ schnell, quadratisch halt. Dann das Thema Härte, und da gibt es oft Missverständnisse. Das hängt ab, die Härte des Lichtes hängt ab von dem Verhältnis der Größe der Lichtquelle im Verhältnis zum Motiv und natürlich der Abstand zum Motiv. Ein gutes Beispiel, um das zu erklären, ist die Sonne. Die Sonne ist ultra riesig groß. Die ist größer als die ganze Erde. Ich weiß gar nicht, wie vielfach, 40-fach größer als die Erde. Ist aber sehr weit weg und hat ein hartes Licht. Also so gesehen ist das genau der Effekt, wenn man sich das so merken kann. Also die Größe und die Entfernung spielt die Rolle, wie die Lichthärte ist. Und die Härte, da kommen wir noch drauf, was das für Auswirkungen. Dann ist noch wichtig von den Eigenschaften die Farbtemperatur. Das geht von 1500 Kelvin, das wird in Kelvin gemessen, also eigentlich in einer Temperaturskala. Das ist auch Farbtemperatur. Das ist dann die warmen Farben, die rötlichen, und dann bis 16.000 Kelvin, das sind dann halt die kalten Farben in das Bläuliche rein. Was man davon sieht, das ist dann, geht schon ins Bläulich-Violette. Und dann ist noch wichtig Spektrum. Entweder sind alle Farben im Licht vorhanden,
dass man ein volles Spektrum hat in der Beleuchtung. So ist wie beim Sonnenlicht ja der Fall ist. Das ist das natürliche Licht. Und beim künstlichen Licht kann es natürlich sein, dass Farben fehlen. Gerade bei gasgefüllten Lampen ist das oft so, dass da Farben fehlen. Das erkennt man daran, ob die Leuchte irgendwo eine Fullspektrumlampe ist oder eine Lampe, die halt irgendwelche Spektren ausschalten. Da kann es halt sein, wenn man das als Beleuchtung lässt, irgendwelche Farben dann sehr dunkel erscheinen und gar nicht mehr richtig natürlich rüberkommen. Dann haben wir das Thema reflektierende Oberflächen. Das ist gleich ein Vorgriff auf den Reflektor, wenn man so Reflektoren einsetzt. Da ist wichtig, weil das Licht fällt ein wie beim Billard. Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Das heißt, wenn man, das nennt man ja auch Bouncen, wenn man irgendwo entgegenblitzt, dann muss man das beachten, wie der Winkel auf diese Fläche trifft und wie das Licht dann wieder zurückfällt. Das muss man sich dann im Geiste vorstellen. Entsprechend den Reflektor oder den Winkel des Blitzes dann einrichten, dass es dann auch wirklich aufs Motiv fällt. Dann haben wir das Thema farbige Oberflächen. Das führt natürlich zu Farbstichen, wenn man auf farbige Oberflächen das Licht fallen lässt. Das ist auch gefährlich, nicht nur fürs künstliche Licht, sondern auch draußen, wenn man farbige Wände hat, die färben quasi direkt auf das Modell oder auf das Objekt dann ab. Und dann ist noch eine Eigenschaft die Streuung, die Oberfläche der reflektierenden Fläche, ob die sehr glatt ist oder rau ist, spielt natürlich eine Rolle, wie das Licht zurückgeworfen wird, entweder weich gestreut oder auch eben direkt hart. Die glatteste Oberfläche ist der Spiegel, da wird es halt direkt 1:1 reflektiert. So, Schatten. Das Thema Schatten ist in der Fotografie eines der wichtigsten Themen. Und von der Empfindung ist es so, dass die Sonne liefert Licht von oben schräg. Und das empfinden wir als logisch und richtig. Also alles Licht, was eher mehr von unten kommt, dieses ist so mehr das Geisterlicht. Das ist, führt dann gleich zu sein, das ist so ein ungewohntes Thema. Und das empfinden wir als unlogisch. Das ist dann nicht richtig. Deshalb ist der Tipp auch, die Beleuchtung sollte immer oberhalb, beim Model zum Beispiel, oberhalb Ja, man hat ihn oder man hat ihn genau, nicht. hinten wahrscheinlich. Und Schatten, was ist eigentlich Schatten? Ein Schatten entsteht durch die Abwesenheit von Licht, also auf der abgewandten Seite, nicht beleuchteten Seite, und ist eine ganz wichtige Information auch für uns und in den Fotos. Und was ist das? Klar, Licht ist untrennbar verbunden. Und der Schatten liefert uns eigentlich die Informationen über die Eigenschaften des Lichtes. Wir müssen nicht das Licht angucken, sondern wir müssen die Schatten anschauen. Also wenn man die Schatten anschaut, dann weiß man, wo das Licht herkommt und man kann beurteilen, ob das Licht hart oder weich ist und so weiter. Und das ist eigentlich das A und O, auf die Schatten zu achten und nicht auf die hellen Flächen. Und dann gibt es noch das Thema Mikroschatten. Und der Mikroschatten, das sind so die kleinen Schatten, die man kaum so richtig wahrnimmt, aber die geben der Oberfläche den Charakter. Also das ist dann beschrieben mit Glanz, matt oder spiegelnd im Extremfall, wie die Mikrostruktur der Oberfläche aussieht. Und das wird auch im Schatten, wenn man ganz nah rangeht, sieht man ganz kleine Schatten. Ja, Schatten haben wir schon fast gesagt. Schatten selbst ist ja nicht sichtbar. Es ist ja eigentlich nur die abgewandte Seite des Lichts, wo kein Licht hinfällt. Und wir sehen halt Interaktion mit den Objekten in Form von Reflexion. Das kann durchscheinen oder das absorbiert wird. Hier ist so ein Beispiel, so eine Erdstruktur da sieht man noch die Struktur von der Erde durch, obwohl da ja eigentlich vom Schatten das Licht, das Restlicht reicht noch aus, um das zu zeigen, aber nicht direkt beleuchtet wird. Das ist eben direktes Sonnenlicht gewesen. Schatten ist nochmal ein Thema, geben den Gegenständen auch die Bodenhaftung. Das ist wichtig bei Bildmontagen. Also wenn man irgendein Bild montiert, einen Gegenstand reinmontiert, dann sollte man immer auf dem Kontaktpunkt, wo der Boden ist, einen Schatten einmalen unter dem Dings. Wenn das man nicht macht, dann wirkt es eher wie aufgeklebt und nicht wie montiert. Also da muss man immer einen Kontaktschatten
beachten. Kann man auch den Fotos immer sehr gut sehen, wo man am Boden steht, da und zum Beispiel um Schuh ist immer ein leichter Schatten rundherum zu sehen am Boden. Wenn der nicht wäre, dann würde man denken, man schwebt. Und der Schatten gibt uns eigentlich die dritte Dimension im Bild, das zeige ich dann auch nochmal gleich. Und natürlich gibt es Schlagschatten, Kernschatten, Halbschatten. So, und weil das so wichtig ist mit den Lichteigenschaften, habe ich hier die Beispiele mitgebracht für hartes Licht, so in gewissen Abstufungen. Hartes Licht entsteht, wenn die Lichtquelle im Vergleich zum Klein ist, hatte ich vorhin schon erwähnt, und der Schatten ist dann dunkel und hat kontrastreiche Ränder. Das ist in dem obersten Bild Kernschatten, hartes Seitenlicht, das ist ein Tischtennisball fotografiert, sehr gut zu sehen. Wenn man jetzt von der anderen Seite einen Reflektor hinstellt, dann ist der Schatten aufgehellt, dann ist er nicht mehr so dominant, aber er hat immer noch diese Eigenschaft, harte Ränder. Und wenn man dann die Lichtquelle praktisch etwas größer wählt, dann kriegt man einen weichen Schattenrand in dem unteren Bild und das ist dann immer noch ein hartes Licht, aber ein mittelhartes Licht. Im Gegensatz zum weichen Licht, jetzt auf der anderen Seite, da nutzt man eine größere Lichtquelle, also die auch eventuell auch näher zum Objekt platziert ist. Und dann sind die Schatten natürlich aufgehellt, weil rechts und links an dem Objekt ja noch Licht vorbeifällt. Und die Schattenränder zeigen einen Helligkeitsverlauf. Das sieht man oben in dem Bild, da sieht man halt so gesehen den Kernschatten und dann rechts und links daneben diese Halbschatten mit den weichen Rändern. Und wenn man die Lichtquelle noch näher ranrückt, dann wird der Schatten immer kleiner und noch weicher. Und wenn man jetzt praktisch gar nicht leicht beleuchtet, sondern indirekt gegen die Decke, dann sieht man hier das gute Beispiel, man hat noch eine Kontur, weil die Oberfläche ja doch nicht überall das gleiche Licht sieht. Und am Boden sieht man auch ganz gut den Kontaktschatten. Also wenn da unten die Fläche ganz weiß wäre, würde der Ball nicht auf dem Tisch liegen, sondern irgendwo in der Luft hängen. Hier dann nochmal anders. Alles zusammen und unten das Statement, aber wichtig ist, ein Anteil an hartem Licht ist immer noch notwendig, um Plastizität im Bild zu erzeugen. Man sieht das an dem, das letzte Bild, was ich gezeigt habe, wenn der Tischtennisball nur eine weiße Fläche und unten ein bisschen dunkler Punkt auf der Bodenfläche hätte, dann würde man auch nicht erkennen, dass das eigentlich eine Kugel ist. Ne? Also der Kugel, die lebt auch davon, dass die konturiert und einen hellen Lichtpunkt hat und das Licht dann zu den Rändern an einer Seite zumindest abfällt. Sonst kann man sich nicht vorstellen, dass das eigentlich ein 3D-Objekt ist. Gut, wie beurteilt man das? Die Intensität, wir hatten ja vorhin die Eigenschaften, da hat man den Belichtungsmesser. Objektkontrast ist so ein Thema, hellste und dunkelste Stelle im Bild per Belichtungsmesser anmessen, dann hat man die Blendenstufendifferenz, hier ist so ein kontrastreiches Bild einfach mal gezeigt im direkten Gegenlicht, der Baum ist total schwarz und die Sonne knabbert da den Ast richtig durch, weil es so hell ist. Geht natürlich nur, wenn man ein Spot-Belichtungsmesser hat, dass man die Punkte auch wirklich anmessen kann. Also muss man auch Spot schalten, wenn man das wirklich mal erfahren will, wie groß der Objektkontrast ist. Und die Farbtemperatur, das ist dann das Thema Weißabgleich in der Kamera. Das machen die meisten ja schon automatisch. Oder später kann man das in der Bildbearbeitung immer noch nachziehen, wenn man in RAW fotografiert hat, wenn man ein neutralgraues Objekt im Bild hat, mit dem man das dann auf neutralgrau einstellen kann. Nochmal Beurteilung der Lichtsituation. Das ist eigentlich sehr wichtig. Wo kommt das Licht her? Das sollte man sich beim Foto immer überlegen. Beim natürlichen Licht ist immer die Sonne. Dann soll man gucken, wo ist die Sonne, dann soll man gucken, wo ist das Licht. Und gerade in der People-Fotografie ist es wichtig, dass man möglichst das Gesicht möglichst in Richtung Lichtquelle dreht, damit dort auch das Gesicht beleuchtet ist und nicht irgendwelche harten Schatten entstehen, beziehungsweise das Licht im Dunkeln absäuft. Selbst bei
Selbst bei irgendwelchen bewaldeten Flächen, wo man meint, die Sonne ist ja verdeckt, aber es gibt dann vielleicht so eine Lichtung, wo das offen ist, dann muss man sagen, dann kommt das Licht wirklich aus diesem hellen Fleck rein, und dann sollte man tunlichst darauf achten, dass man das Model in die Richtung ausrichtet. Das ergibt einfach viel bessere Bilder. Wenn man mal vielleicht in den Kisten kramt, wie man früher fotografiert hat und auf nichts geachtet hat, dann sagt man, es sieht so ein bisschen komisch aus. Und wenn man das beachtet, dann werden die Bilder einfach besser. Reflektierende Oberflächen, sind die vorhanden, ist die Frage. Hier im Bild nebendran, dieses Porträt. Da sieht man, der hat einen Hut auf und das Gesicht ist trotzdem eigentlich irgendwie hell. Ja, aber guck, wo kommt denn das Licht her? Ne? In dem Fall kommt es sogar noch schräg von der Seite. Ja, da muss man wissen, unten, der steht an so einem Tisch aus Stein und der reflektiert das von unten ins Gesicht wieder hoch. Sonst wäre er relativ dunkel unter dem Hut. Solche Sachen muss man dann einfach suchen, dass man auch draußen irgendwo reflektierende Flächen findet, um irgendwelche Aufhellungen zu erreichen. Draußen ist es ja wesentlich schwieriger, als wenn man im Studio einen Haufen Lampen aufbauen kann. Aber das sollte man einfach beachten, dass man möglichst auch irgendwie eine Aufhellung erzielen kann. Lichtfarbe, wenn die Lichtfarbe und Farbtemperatur nicht passt, dann kann man mit Blitzlicht so ein bisschen und Konversionsfilter, wenn man da Farbfolien vorbaut, ein bisschen was anpassen. Das kann man auch machen, um Schatten aufzuhellen. Und man sollte gucken, wie die Schatten an Wänden und Boden aussehen und wodurch die aufgehellt werden. Da kann man dann auch sehen, ist das Licht hart, weich, was wir vorhin besprochen haben. Man muss einfach wirklich schauen, wo sind Schatten und die beurteilen, ist das nun weich oder hart. Und das wird sich ja auf dem Objekt genauso widerspiegeln, ob das jetzt ein paar Meter weiter ist oder genau an der Stelle. Das ist ja dann egal, weil für die Sonne sind die paar Meter, die wir uns bewegen, ja nichts. Ne? Und dann ist noch gefährlich, wenn Objekte in der Nähe sind, die irgendwelche dominanten Farben haben. Und ganz gefährlich ist eigentlich so, ganz gefährlich ist unter grünen Bäumen auf einer grünen Wiese ein Bild machen von einem Menschen, einem Model. Das Grün vom Rasen ist gut, der Baum ist gut, nur das Modell ist auch im Gesicht ganz grün und sieht ganz krank aus. Ne? Und das ist auch relativ schwer zu korrigieren, weil entweder macht man dann, weil es noch Komplementärfarben sind, dann wird es grün schlecht oder die Farbe im Gesicht ist gut, das Grün ist schlecht. Also steht man vor dem Dilemma. Man kann mit viel Aufwand natürlich dann was machen, indem man das maskiert, aber lieber schon mal vorher gucken, ob man diese Situation sucht, die man so oft sieht, grüner Baum und grüner Rasen. Licht in der Landschaftsfotografie. Was haben wir da? In der Landschaft haben wir ja das Thema, wie wir ja schon gesagt haben, das Licht kommt einzig und allein von der Sonne und wir haben keinen Einfluss drauf, auf das Licht. Die Sonne können wir nicht beeinflussen, wo sie gerade steht, und so weiter. Also haben wir keinen Einfluss drauf. Und wir haben einen hohen Kontrast zwischen Himmel und Erde. Und das kann man dann auch nochmal in die Technik übermünzen. Das JPEG-Format kann 8 Blendenstufen darstellen, weil es ja nur 256 Kanäle für die einzelnen Farben hat. Das sind genau diese 8 Blendenstufen. Aber ein RAW-Format, je nach Sensorqualität, zeichnet schon mal 10 bis 14 Blendenstufen auf. Da haben wir also deutliche Reserven für die Belichtung, um die Kontraste zu bewältigen. Das heißt, da kann man beim Himmel dann immer noch was machen. Und Lichtrichtung, Landschaft, ja, was bleibt dann noch übrig? Man muss dann halt Jahreszeit, Uhrzeit und Standort beachten und dann kann man halt quasi vorhersagen, wo das Licht herkommt und zur richtigen Tageszeit die Landschaften aufnehmen. Also manches lässt sich dann halt eher am Morgen aufnehmen, wenn die Sonne halt vom Osten kommt, oder das andere halt eher vom Westen in der Richtung. Da muss man halt abends das aufnehmen, wenn man die westliche Beleuchtung braucht. Okay, und dann gibt es noch die Lichtstimmung, Lichtfarbe draußen. Das geht dann von der Nacht, wo eigentlich die Sonne weg ist oder verschwunden ist. Die Sonne ist ja eigentlich nie weg, aber dann sind wir im Schatten der Erde. Dann gibt es die blaue Stunde, da ist die Sonne unter dem Horizont, am Morgen, da ist alles sehr bläuliches Licht. Dann ist das Morgenlicht, was immer sehr schön dann warme Töne erzeugt.
Dann geht es ins Warme. Mittags wird es wieder kälter, wird es wieder bläulicher. Am Abend wird es wieder wärmer. Und dann gibt es wieder am Abend nochmal die blaue Stunde mit dem blauen Licht, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Und das Wetter spielt auch eine entscheidende Rolle. Ob es ein bedeckter oder wolkenfreier Himmel ist, hat auch nochmal deutlichen Einfluss auf die Lichtfarbe. Wobei ein wolkenfreier Himmel auch relativ blaues Licht liefert, also eher bläulich. Gut, das hatte ich jetzt eigentlich schon am Morgenlicht, da gibt's dann noch, das ist der Einfallswinkel noch flach. Die Farbtemperatur hatte ich jetzt schon erwähnt, brauchen wir nicht weiter vertiefen. Mittagslicht ist der Einfallswinkel hoch, hat eine hohe Intensität, hohen Blauanteil, das ist quasi eine Wiederholung. Abendlicht ist der Einfallswinkel wieder flach. Und wir haben eine niedrige bis hohe Farbtemperatur je nach Sonnenstand, je nachdem, wie hoch die Sonne noch steht. Schön ist, wenn man in den Nordländern fotografiert, da ist die Sonne immer sehr, sehr flach. Da kann man praktisch den ganzen Tag fotografieren in der Landschaft. Also wenn man auf den höheren Breitengraden unterwegs ist. Deshalb gibt es da so immer oft so schöne Bilder von den Nordländern. Blaue Stunde haben wir, hohe Farbtemperatur habe ich schon erzählt, geringe Intensität, weiches Licht. Lichtrichtung, Rückenlicht, wenn der Fotograf das Licht im Rücken hat, dann hat man eine flache Beleuchtung, kaum Tiefenwirkung. Seitenlicht ist strukturierend und Gegenlicht ist dramatisch. Sonnig, wenn es sonnig ist, gibt es hartes, intensives Licht. Bei bewölkt gibt es weich gedämpftes Licht. Wir sagen als Fotograf, die Wolkendecke ist die größte Softbox der Welt. Tipp ist halt, immer in RAW entwickeln und später eventuell hat man die Möglichkeit, den Weißabgleich in RAW noch zu korrigieren. Das hat man bei JPEG halt dann nicht mehr in dem Maße. Licht in der Porträtfotografie. Man hat schon gesehen, von unten Licht, ein bisschen Lichtaufheller für die Schatten wird oft benötigt. Ich habe das hier mal so geschrieben, waagerechtes Licht benötigt, um die Augenhöhlen aufzuhellen und den Nasenschatten aufzuhellen. Dafür kann man Reflektoren, Blitzlicht, Dauerlicht oder auch diese reflektierenden Oberflächen nutzen. Wir sind halt anatomisch halt so, dass die Augen geschützt sind, tief in einer Augenhöhle sitzen, da fällt halt wenig Licht rein. Die könnten halt dann immer so kohlrabenschwarz werden, was auf den Fotos nicht so schön aussieht. Farbstich, das hatte ich schon erwähnt, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, können wir jetzt übergehen. Dann haben wir noch Lowlight. Lowlight ist das Thema, wenn wir eigentlich noch künstliche Lichtquellen haben draußen. Das ist der Weg zum Light Painting. Lowlight ist generell gut da für die Darstellung von Bewegung durch Verwischen, entweder mit bewegter Kamera oder eben, dass sich das Objekt bewegt. Ich habe es mal hier so ein bisschen plakativ hingeschrieben: besser gut mit Licht gemalt als einfach nur verwackelt. Also, man sollte sich dann überlegen, wenn es dann schon schwierig wird, ob man nicht einfach versucht, Lichtspuren dann noch zu verstärken, als so Mikroverwackelung und einfach eine Unschärfe zu machen, ne? Wenn man solche Situationen hat. Das habe ich jetzt schon mal erzählt, Kamera bewegt oder das Objekt bewegt sich. Und im Dunkeln ist es mit der Belichtungsmessung oft nicht so einfach, weil die Kontraste sehr hoch sein können. Das muss man einfach dann ein bisschen probieren. Tipp ist auch immer dabei noch wichtig, auch wenn man gut mit Licht gemalt hat, wenn dann noch ein Tuck Schärfe, irgendwas Scharfes zu erkennen ist, wo man sagt, ich kann noch was erkennen, das gibt so ein Bild noch den richtigen, den letzten Pep. Ne? Also, dass noch ein bisschen was an Schärfe noch da ist, so ein unbewegter Punkt, so ein Ruhepunkt. Jetzt kommen wir zu den Blitzanlagen oder Studiolicht. Wie richtet man, was ist eigentlich das optimale Studio? Die Wände und Decken sollten bei einem Studio so gesehen eher kein Licht reflektieren, um die volle Kontrolle über das Licht zu haben. Auch wenn wir jetzt so eine Situation haben, wo Wände sind, es fällt ja immer irgendwas Licht auf die Wände und fällt dann zurück.
was dann zur Aufhellung führt. Also das wäre eigentlich angenommen, wenn man sich so ein Studio einrechnet, dass man schwarze Vorhänge hat, die man vor die Wände zuziehen kann. Und das macht wahrscheinlich kaum jemand, dass er nicht eine schwarze Decke da reinmacht. Ne? Dann hat man die volle Kontrolle über das Licht. Dann kommt das wirklich nur von den Lampen, die man aufgestellt hat und nicht noch woanders her. Vor allem, wenn der Raum klein ist. Blitzanlagen, nur mal einfach so, was sind also die Unterschiede? Jetzt mal ganz unten, so ein Aufsteckblitz, den fast jeder hat, der hat so in der Größenordnung 50 Wattsekunden Leistung. Und so ein Studioblitz, die Kompaktblitzköpfe, die jetzt keinen Generator haben, die es direkt auf dem Stativ umwandeln, die gehen bis 1200 Wattsekunden Leistung pro Kopf. Und wenn man eine Generatorblitzanlage hat, die geht dann bis 6400 Wattsekunden. Und wofür ist das wichtig? Wenn wir eine Blendenstufe abblenden, dann brauchen wir die doppelte Blitzleistung, die gleiche Beleuchtung zu erzielen, die gleiche Belichtung. Aber was noch wichtiger ist, wenn wir den Abstand vom Licht verdoppeln, dann brauchen wir die vierfache Blitzleistung. Also dann ist es wichtig, dass man bei den Blitzanlagen möglichst einen großen Regelbereich hat, damit man da flexibel ist. Und das wird man auch relativ schnell merken, wenn man nah dran ist, dann braucht man schon ganz schnell, muss man ganz schnell, ganz schön weit abblenden bei den Blitzanlagen. An Lichtformern gibt es ja auch sehr viel, was kann man da machen? Da gibt es dann Schirme, da kann man, das sind so preiswerte Sachen, die man da vormacht und die das Licht dann streuen. Haben den Nachteil, dass sie natürlich überall hinstreuen und das nicht so gut kontrollierbar ist, wo das Licht dann hinfällt. Dann gibt es Reflektoraufsätze mit und ohne Wabe, also so Standardreflektoren, die sind einfach mit einer silbernen Schicht ausgekleidet und sind so parabolisch geformt und bündeln das Licht und werfen das nach vorne. Und da kann man noch eine Wabe einsetzen und die Wabe, ich nehme das mal ein bisschen verrückt, die ändert eigentlich die Härte des Lichts nicht, sondern die vermindert nur den Abstrahlwinkel, dass seitlich weniger Licht rausfällt, sondern das Licht mehr gerichtet nach vorne rauskommt. Softboxen, da gibt es das auch mit und ohne Wabe und da gibt es die verschiedensten Formen. Die klassischen sind rechteckig, oktogonal, das ist dann eher eine runde Softbox. Die Striplight, die sind dann lang und schmal. So ein Sonderfall ist vom Beauty-Tisch, der hat einen Teil direktes Licht und indirektes Licht. Es ist das Beauty-Tisch, weil er sehr oft in der Porträtfotografie eingesetzt wird und ein sehr schönes plastisches Licht erzeugt und trotzdem nicht zu hart ist. Und was man dann auch noch machen kann, und das ist eigentlich eine kostengünstige Lösung, wurde auch früher bei großen Objekten eigentlich angewandt, weil so große Softboxen gibt es eigentlich gar nicht, dass man einfach mit einem Reflektoraufsatz gegen eine Reflektorwand, die man aufstellt, entweder Styroporplatten oder auch eine Wand direkt nutzt und das so aufbaut, dass man dagegen blitzt und dann indirekt beleuchtet, also praktisch auch mit dem Studioblitz bounced. Und dann kann man auch große Objekte weich ausleuchten. Verlangt allerdings viel mehr Planung, als einfach nur eine Lampe aufzustellen, weil man ja Einfallswinkel und Ausfallswinkel das alles beachten muss. Und so weiter. Hartes Studiolicht, das ist jetzt so gesehen, wie haben wir schon vorhin gehört, eine nahezu punktförmige Lichtquelle im Idealfall, die mit dem harten Schattenrand erzeugt allerdings auch sehr hohe Brillanz auf reflektierenden Oberflächen. Ist manchmal auch sehr schön, so eine Brillanz zu haben. Das habe ich schon erwähnt, dass die Wabe nur den Abstrahlwinkel ändert, aber nicht die Schattenwirkung, das oft verwechselt wird. Man denkt, mit der Wabe würde man die Schatten beeinflussen, das ist aber nicht der Fall. Weit- und Telereflektoren gibt es dann, je nachdem, wie man das Licht bündeln oder weit streuen will. Und den Beauty-Tisch habe ich schon erwähnt. Und so einen Sonderfall haben wir dann noch, das ist ein Ringblitz. Der wirft so einen Ringschatten hinter das Objekt, weil meist wird das auch für Porträts eingesetzt, dass das Licht von allen Seiten oben, unten fällt. Das ist dann in der Mitte sehr weich, hat aber so einen sehr charakteristischen Schatten. Und im Augenreflex hat man dann so einen Ring, hat man schon oft gesehen, also
so ein Ringreflex. Der gefällt vielen, manchen gefällt der gar nicht. Also das ist so eine Geschmackssache. Für weiches Licht hatten wir schon, da sind die Softboxen das Mittel der Wahl. Die haben allerdings, muss man wissen, die stellt man auf, da kann man nichts weiter einstellen. Ne? Die sind so, wie sie sind und kann man den Abstand variieren und mehr kann man da nicht machen. Was man auch noch machen kann, was ja so unbekannt, direktes Licht durch Serins, das ist Blitzen durch Stoffgewebe. Indem man den Blitz hinter ein Stoffgewebe stellt, schluckt natürlich Licht, aber reduziert deutlich die Schattenintensität. Also macht das Licht auch weich. Kann man sehr preiswert machen. Und wenn man das ein strukturiertes Gewebe hat, dann kann man da auch noch mit Effekten erzielen, indem man Struktur auf das Objekt wirft, gerade in Porträts. Ja, das ist jetzt das Thema nochmal Standardreflektor, harte Lichtquelle über eine Auffällerquelle. Das habe ich eben eigentlich schon mal erwähnt, dass man da sehr große Leuchtflächen darstellen kann und das Licht dadurch, durch das Bouncen natürlich weicher wird. Will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, das ist so gesehen hier fast eine Wiederholung. Und jetzt kommen wir zu den Standard-Lichtaufbauten. Was man so macht im Studio. Und das werden wir ja dann ja auch mit 6 Lichtsets dann nochmal vorführen, jetzt im Anschluss oder gleich hier anschließend. Aber was ist erstmal als wichtigstes zu beachten? Man hat erstmal ein Hauptlicht. Ein Hauptlicht, das hat die größte Intensität und das wird vorzugsweise schräg seitlich von oben aus eingesetzt. Vorzugsweise. Es gibt da eben auch eine Lichtform, wo man das frontal von vorne macht, aber vorzugsweise ist leicht schräg. Und der Lichtformer bestimmt halt den Anteil des gerichteten zu diffusen Lichts. Dann setzt man Schattenaufheller ein. Das ist ein Zusatzlicht oder manchmal auch nur einfach ein Reflektor. In der Intensität natürlich geringer. Man will ja die Schatten nicht totblitzen, sondern die sollen ja noch da sein. Also die sollen da aufgehellt werden. Das muss von der Intensität wesentlich geringer sein. Und dann setzt man oft noch Effektlichter. Das werden wir hier jetzt auch haben. Ein Haarlicht, das man so schräg von hinten auf die Haare leuchtet, damit dann so die Person auch eine gewisse Kontur bekommt und nicht mit dem Hintergrund, je nachdem, was für eine Farbe der Hintergrund hat, dann so verschmelzt. Das sind eigentlich so die wesentlichen und Effektlichter. Da kann man dann mehrere einsetzen, was man auch buntes Licht, aber im Wesentlichen ist es so, man fängt mit dem Hauptlicht an und hat einen Schattenaufheller, damit ist man. Kann man schon sehr viel machen und der Schattenaufheller braucht noch nicht mal ein Licht sein, das kann auch ein Reflektor sein. Also mit einem Licht kann man schon anfangen zu arbeiten, sollte man auch machen, da lernt man am meisten. Gut, und das erste Licht, was wir zeigen wollen, das ist das Marlene-Dietrich-Licht. Das ist ein Licht, was die Marlene Dietrich im Film immer gern haben wollte. Ist das so benannt, das Licht? Und da würde man es so einstellen, dass das Hauptlicht frontal vorne, also die Lichtachse, wie wir es jetzt bezeichnet haben, ist 0 Grad. Das ist also aus Fotografenrichtung. Und so etwa 45 Grad von oben als erster Anhaltspunkt. Und dann erreicht man unter der Nase so ein Butterfly-Schatten, das so aussieht wie ein Schmetterling. Deshalb nennt sich das auch manchmal Butterfly-Licht. Und seitlich an den Wangen, nach hinten fällt das Licht vom Schatten so dann ab, aber das Gesicht vorne ist komplett hell. Und das würden wir ganz gern jetzt einfach mal zeigen und ins Set gehen. Und das Licht ist schon aufgebaut. Jetzt fehlt uns noch das Modell. Und ich werde mich dann auch in das Set bewegen und dann werden wir eins nach dem anderen durchfotografieren in Beispielen. Wir werden auch live sehen, wie wir das Licht einrichten, wir umstellen. Das Licht haben wir jetzt schon mal eingemessen. Das ist Blende 8, 160. Könntest du aber noch mal kontrollieren, weil wir von gestern noch mal umgeschaut. Also so war es jetzt in der Grundeinstellung aufgebaut. Also das erste Licht haben wir schon hingestellt.
Also ich bewege mich jetzt auch mal ein bisschen mehr ins Set, um dort. Das Model sollte jetzt wirklich einfach gerade in die Kamera schauen. Der Fotograf muss darauf achten, dass er diesen Butterfly-Schatten, dass es wirklich die Achse stimmt. Ich sehe das nicht auf dem Display. Weil ich sehe jetzt, ich habe eine spiegellose Kamera, das heißt, die spiegellose Kamera fährt die Belichtung des Displays so hoch, dass ich auf jeden Fall sehe, was ich fotografiere. Ja. Das heißt, wir machen jetzt einen Probeschuss und sehen, dass das Ganze ein wenig zu dunkel war. Der hat nicht ausgelöst. Keine Auslösung. Ja, wo ist der? Das ist wohl wahr. Das sind so die Themen hier. Ohne Blitzauslöser geht natürlich auch kein Blitz. Dann wird es natürlich echt dunkel. Okay. Und jetzt machen wir erstmal einen Probeschuss, ob es noch halbwegs passt mit der Einstellung. Ja. Fotograf muss mal sein Histogramm angucken, ob er zufrieden ist. Jede Kamera ist ja auch ein bisschen anders, ja. Das ist auch wichtig zu beachten. Ich kann jetzt das Bild nicht anschauen, was ich gemacht habe, weil das direkt auf den HDMI-Ausgang geht. Übertragen wird. Genau. Okay. Dann müssen wir es erstmal so hinnehmen. Genau. Wichtig ist es, dass der Fotograf, das Model sieht ja nicht, ja, wie sie aussieht. Das ist ja immer das ganz große Problem. Das ist für Models ja immer das Thema. Wenn man das mal selber gemacht hat, da muss man erstmal lernen, dass man da auch dem Fotografen vertrauen muss, was er ihr anweist. Und er muss ihr Anweisungen geben. Stopp. Das war zu weit. Ein bisschen mehr wieder Richtung mir, in meine Richtung schauen, den Kopf ein bisschen drehen. Gut. Dass dein Nasenschatten jetzt wirklich symmetrisch ist. Okay. Dass der Nasenschatten auch wirklich symmetrisch ist. Und dann machen wir zwei, drei Bilderchen und. Dann schauen wir uns das gerne an. Aber ich sehe, dass der Nasenschatten symmetrisch ist. Und auch, dass ich kann es jetzt sehr gut sehen hier, dass die Seiten auch im Schatten sind, so wie das auf dem Prinzipbild gezeigt wurde. Und das wird dann spannend nachher, wenn wir die Bilder, die werden wir dann alle noch im Anschluss dann zeigen, was dabei rausgekommen ist. Wir brauchen jetzt gar nicht so viel, vielleicht machst du einfach ein bisschen Belichtungsvariation, weil wir jetzt ja mit der anderen Kamera fotografieren, nicht mit der eingemessenen, damit wir nicht gerade so ein helles Bild haben, dass wir nochmal eine Blende mehr, eine Blende weniger fotografieren, um auch wirklich ein gutes Bild zu haben. Wir nehmen ja die Bilder gleich out of cam, wir machen da ja keine Entwicklung drauf, um die zu zeigen. Dafür haben wir jetzt ja die Zeit dann nicht, um das euch zu zeigen. Okay, Niki, den Kopf mehr in meine Richtung drehen. Zu mir drehen, ein bisschen. Meine Hand ist dein Kopf. Noch ein bisschen. So ist gut. Ja, man sieht schon an den Anweisungen, dass es, wenn man es genauso haben will, wie man es sich vorgestellt hat, dass es schon nicht so einfach ist. Da geht es manchmal um Millimeter. Richtig. Okay. Ja, ich glaube, dass an Bildern für eine Einstellung reicht das. Okay. Jetzt gehe ich mal zurück und zeige euch das nächste Set. Das wäre dann das Rembrandt-Licht, was wir dann aufbauen wollen. Das ist besonders knifflig, aber es ist ja ganz gut, wenn man das mal dann live sieht, wie man das dann einrichtet und ob wir es hinkriegen, weil da kommt es wirklich auf Millimeter an, was man da haben will. Das ist jetzt das Rembrandt-Licht und da ist das Charakteristische, wenn man jetzt auf die Person mal sich konzentriert, dass der lichtabgewandten Seite die Augenpartie, also die Wange, noch Licht kriegt, leicht Licht ins Auge, einen leichten Augenreflex, so hell wird das im Auge nicht sein, wie es hier gezeichnet ist, und der Schatten also ein Closed Loop bildet, also eine geschlossene Fläche auf der einen Gesichtshälfte, dass der Nasenschatten praktisch mit dem Wangenschatten zusammenfließt. Das ist das klassische Rembrandt-Licht, so ist es charakterisiert. Und wie erreicht man das? Da ist die Ausgangssituation, da muss man das Licht, die Lichtachse auf 45 Grad stellen, also zum Modell, und auch von oben, von 45 Grad, von oben über den Augen reinblitzen, also relativ hoch. Und da kommt es wirklich auf Millimeter an, dass man genau diesen Effekt erzielt. Ich gehe mal wieder mit ins Set.
kann da mir helfen. Ich glaube, ich halt. Du sagst mir, wie ich das stellen soll und schaffen dort. Schaffen wir doch. So fangen wir mal an hier auf der Ecke. Du schaust zu mir. Jetzt muss ich natürlich das noch höher stellen, aber wir sind nämlich auf das. Wir müssen auf das Höchste, was wir haben hier. So, und jetzt schauen wir uns das schon mal an, wie das mit dem Einstelllicht wirkt. Schauen wir wirklich gerade. Gerade Kopf zu mir. Gerade zu uns. Gerade frontal zu mir. Du musst den Kopf noch ein bisschen mehr drehen. Das war zu weit. Bist du wieder zurück? Ja, wir haben jetzt natürlich durch das Videofilm hier die Situation, dass wir hier Zusatzlicht noch drin haben, damit er in dem Video was sieht. Deshalb fällt es uns natürlich umso schwerer, Die Schatten im Gesicht jetzt zu sehen, bei sonnenlichtlichen. Können wir das Licht ausmachen? Thema, dass wir uns mal kurz das Licht runternehmen, damit wir das beurteilen können. Also Rembrandtlicht ist wirklich das schwierigste Licht, was man einstellen kann. Mhm. Du musst ein bisschen vor. Er hat die Lampe ein wenig vor. Vor heißt? Zu mir. Zu dir. Pass auf. So, schaust du mal von hier? Schau mal von hier. Ja. Ich finde, das ist schon ganz gut. Jetzt sieht es schon sehr gut aus. Wir haben einen Closed Loop. Ich sehe einen Closed Loop. Das Auge kriegt noch Licht. Jetzt kann man das auch ein bisschen, das Model müsste noch ein bisschen mehr, einfach den Kopf, guck dem Thomas direkt in die Augen, direkt frontal in die Augen und das Spaß muss auch sein, genau. Das ist eine gute Sache. Wir machen das ja alles in der Freizeit und zum Spaß hier. Wir haben jetzt bei diesem Licht sehr harte Kontraste, weil... Das haben wir auch extra so gewählt, damit man den Effekt natürlich auch sieht. Ne? Ja. Da haben wir das harte Licht gewählt. Man kann das genauso natürlich auch mit einer Softbox machen, damit das alles nicht so übertrieben wirkt. Aber um das darzustellen, ist natürlich ein hartes Licht viel einfacher. Kopf mehr zu mir, du musst dich ein bisschen mehr drehen, richtig komplett zu mir, ja? Und da machen wir jetzt einfach mal vielleicht ein paar mehr Bilder, um dann vielleicht auch mal ein wirklich klasse Bild im Rembrandt-Stil zu haben. Okay. Ich habe bisher immer ganz bewusst ein wenig angeschnitten den Kopf, damit das Auge nicht um den Kopf herum wandert. Niki, den Kopf höher. Das war zu weit. So ist gut. Ja, man sieht dann schon immer, wie der Schatten, wenn der Kopf sich ein bisschen weiter wegdreht, dann wird die Lichtfläche immer ein bisschen kleiner. Sie nimmt dann einfach ab. Ne? Ja. Und das Auge eventuell, wenn es zu tief ist, kriegt dann gar kein Licht mehr. Und wenn das Auge ein bisschen höher ist, ist dann wieder ein bisschen besser. Da kommt es wirklich auf Millimeter an. Wenn du den Kopf wegdrehst zur Seite, dann ist der Effekt auch weg. Das heißt, den Kopf bitte immer nur... Immer nur geradeaus, sonst haben wir den Effekt nicht. Ja, aber Kopf man kann zu ja mir, auch, bitte, kann gerade ja auch, zu mir. Wir werden ja nachher die Bilder sehen, wenn man, da kann man dann auch kommentieren, zu sagen, ja, da war jetzt der Kopf ein bisschen zu weit rüber oder so. Es gibt eine Frage aus dem Chat, das Rembrandtlicht, soll das linke Auge im Schatten sein? Jetzt muss man sagen, das ist vom Fotografen aus gesehen, wäre es jetzt das Rechte von dem Aufbau. Wenn man den Aufbau genau umdreht, also das Licht auf die andere Seite stellt, kann man es genauso umgekehrt machen. Also das ist jetzt, Rembrandt ist nicht richtungsabhängig, sondern rechts, links gibt es beides. Wir haben es halt jetzt erstmal in eine Richtung nur aufgebaut. Wenn wir das Licht auf die andere Seite stellen, haben wir es einfach auf der anderen Seite. Es ist richtungsunabhängig. Rembrandt ist egal. So. Okay, du musst dich noch ein bisschen frontaler zu mir. Sehr schön. Okay. Kopf ein bisschen runter. So, ich bewege mich mal wieder zu meinem Präsentationsplatz. Und würde mal auf das nächste Set schalten, um das zu erklären. Jetzt waren wir beim Rembrandtlicht und jetzt kommen wir zu dem Loop Light. Das wäre so, dass man jetzt
Das sieht fast so aus wie Rembrandt, bloß dass man jetzt eine offene Beleuchtung hat. Der Nasenschatten geht jetzt nicht mehr in den Wangenschatten über, er ist nicht mehr verbunden. Ja, und wie erreicht man das? Also das Wesen ja extrem. Man erreicht das so, indem man das Licht jetzt auf 30 Grad, also in der Höhe ein bisschen runternimmt und wieder mehr zur Kamera schwenkt, also auf 30 Grad, die Lichtachse 30 Grad und von oben auch 30 Grad. Dann sollte es diesen Effekt geben, dass dieser Schatten nicht mehr geschlossen ist, sondern offen. Das ist so ungefähr das, wenn man den Kopf auch in die andere Richtung dreht. Wenn das Modell jetzt zum Licht gedreht hat beim Rembrandt, dann gibt es fast den gleichen Effekt, bloß dass der Schatten tiefer fällt. Also dann muss Licht runter, damit der Schatten, der Nasenschatten nicht so weit in die Wange fällt. Dreh den ganzen Körper ein bisschen bitte. Andersrum. Frontal zu mir. Gut. Okay. Erhard, schaust du, ob das das ist, was du möchtest? Ich schaue mal auch von hinten direkt. Die Lichtsetzung passt. Ich glaube, wir müssten noch sogar ein bisschen rum. Das hängt ja auch so ein bisschen von Nase und ab, wie das fällt. Vielleicht musst du auch vielleicht das Kinn ein bisschen anheben. Ja, so sieht es gut aus. Was man jetzt sieht, man hat jetzt auf der einen Hälfte den Nasenschatten, der noch nicht in die Lippe geht, aber so leicht auf die Wange fällt und die Wange ist im Schatten, aber vom Auge runter geht das Licht geht durchlegend bis zum Kinn. Okay, super. Sehr so, der Thomas schön. Wird jetzt einfach noch mal ein paar Bilder schießen, um vielleicht auch eine Belichtungs Variation zu machen. Ich gehe mal wieder an meinen Platz. Ich mache mal eine Blende weniger. Okay. So. Ein bisschen tiefer den Kopf. Ich schalte schon mal auf das nächste Set um. Okay. Das ist jetzt ein extremes Licht. Das ist das Splitlight. Splitlight heißt, eine Gesichtshälfte ist beleuchtet, die andere ist komplett im Schatten. Das gibt manchmal ganz schöne Effekte, dass nur eine Seite beleuchtet ist. Das heißt, die Lichtachse ist 90 Grad, also wirklich neben dem Modell und 30 Grad von oben, um diesen Effekt zu erreichen. So direkt komplett seitlich 90 Grad eine Gesichtshälfte beleuchten, die andere im Schatten. Gerade zu mir. Das wird man relativ gut sehen können. Ja, ich glaube auf den Weg. Ein Stückchen. Ja. Wir haben jetzt das Effektlicht für die Haare gesetzt gehabt. Das gibt jetzt natürlich auf dem Oberarm einen entsprechenden Reflex auch. Ja, wir könnten natürlich das Effektlicht mal ausschalten. Vielleicht wäre das ganz sinnvoll, um das noch besser zu sehen. Sehr schön. Weil wir nämlich auch auf der Seite noch das im Effekt Licht sehen. Der Kontrast ist natürlich extrem. Das heißt, die vom Licht abgewandte Seite ist eigentlich komplett in der Dunkelheit jetzt. Ja, das auf der Kamera wird, ja, das sieht man jetzt. Genau diesen Effekt hat man mit dem Splitlight, wenn man das nur mit einer Lichtquelle macht und keinen Schatten aufhält. Wir wollen es ja hier jetzt extrem zeigen, wie die Licht. Was man dabei auch sehr schön sieht, ist, dass dieses Licht einen sehr schönen Formungseffekt hat. Man sieht das an dem Dekolleté letzten Endes, dass die Körperstruktur da unheimlich toll bei herauskommt. Ja, was man beachten muss, sollte man möglichst bei reiner Haut einsetzen. Also das zeichnet natürlich auch jede Delle nach, ne? Ja. Und jede Falte. Und alles wird natürlich deutlich hervorgehoben, wenn man mit solchen, erstmal mit dem harten Licht arbeitet und dann auch in so einer extremen Position. Ja. Okay, jetzt machen wir noch ein paar Bilder. Ich bewege mich schon mal wieder zum. Okay. Achso, ich bewege mich mal wieder zum. Lehn dich mal zum Präsentationsplatz. Nach vorne? Ja, Kopf ein bisschen tiefer.
um das nächste Set vorzustellen. Okay. Gut, und jetzt kommen wir eigentlich zu den zwei Lichtern, die sich einmal Shortlight und Broadlight nennen, aber jetzt machen wir erstmal das Shortlight. Der Shortlight ist halt so, dass in dem Fall der Kopf leicht geneigt ist und leicht schräg steht. Die Lichtachse ist 30-30, wir gehen wieder zurück, also 30 Grad von oben und 30 Grad von vorn. Und was wollen wir erreichen? Dass so ähnlich dieser Nasenschatten zur einen Seite fällt, ähnlich wie wir es eben hatten. Und die eine Hälfte dunkler ist und die andere beleuchtet. Aber es nennt sich deshalb Shortlight, weil die Gesichtshälfte, die der Kamera zugewandt ist, relativ schmal aussieht. Da kann man halt, wenn man so beleuchtet, ist so ein Trick, um zu sagen, wenn jemand ein sehr rundes Gesicht hat, dass das Gesicht länglicher aussieht und nicht so rund. Also wird man das Gesicht entsprechend formen. Und deshalb musste auch leicht die Seite, die nicht beleuchtet ist, der Kamera zuwenden. Ne? Also sie muss... Eher jetzt hierher schauen, also mehr hierher schauen, in die Richtung und den Kopf ein bisschen neigen. Gehst noch ein bisschen weiter rüber. Kopf ein bisschen mehr zu mir drehen. So? Ja, dann ist, man sieht es, wenn man jetzt auf die Bilder guckt, es sollte die lichtabgewandte Seite, die Wange dunkel sein, ein leichter Nasenschatten noch sein und die andere Seite, die dem Licht zugewandt ist, aber der Kamera weiter weggedreht ist, hell sein. Ne? Das haben wir. Wie gesagt, wir haben das jetzt gerade einfach so hingestellt. Das kann man alles immer noch so ein bisschen optimieren, die Winkel und Stellung, um das wirklich komplett dann rauszuarbeiten. Und Tipp ist natürlich auch, so wie der Thomas das macht, das Modell kann natürlich auch den Kopf entsprechend leicht drehen. Das ist manchmal einfacher, als die Lichtquellen dauernd zu verstellen. Genau. Dann sieht man den Effekt auch, weil das ist ja dann auch Spielen Winkel und wird sich dann auch der Winkel ändern. Ne? So. Das spielen wir mit der anderen Seite? Andere Seite? Ganz interessant. Ich gehe jetzt zum unserem letzten, sechsten Setup. Haare nach vorne, sehr schön. Okay. Das ist jetzt praktisch das Umgekehrte von dem Shortlight, nennt sich Broadlight. Das ist dann fürs Model, wir machen das dann so, dass wir das Model das in die gleiche Richtung schauen lassen, aber das Licht auf die andere Seite stellen, damit man das nachher vergleichen kann. Also das müssen wir jetzt mal sehen, ob das Gabel lang genug ist. Das oder ist lang genug, das müssen. Kriegen wir hin. Und dann ist der Effekt halt so, dass eben die Licht der Kamera zugewandte, weil die näher ist, dann hell ist. Kannst und die andere angehen? Seite dann dunkel ist. Und das macht das Gesicht quasi vorne so etwas fülliger. Ja. Okay. Du schaust wieder hierher. Auch wieder das Bild. Das ist du musst wieder genauso wie eben da hinschauen und den Kopf auch nach da neigen. Mhm. So leicht neigen. Aber das Licht kommt von der anderen Seite, sodass die Seite, die jetzt der Kamera näher ist, das auch das Auge, das volle Licht kriegt, voll hell ist und die abgewandte Seite einen leichten Schatten hat. Die ist aber sehr stark im Schatten. Kannst du dich ein bisschen mehr... So, ja. Wie gesagt, optimieren durch Kopfdrehen. Ja, noch ein bisschen. Dreh dich mal direkt Richtung Kamera. Okay, das ist zu viel gewesen. Ja. Neig ruhig mal ein bisschen. Kopf ein bisschen nach oben. Nach oben aber schauen. Soll der Fotograf Anweisung geben? Zwei, es ist auch eine wichtige Regel. Einer kommuniziert mit dem Modell. Sonst kann das Modell nicht konzentrieren auf, was das eigentlich machen soll. Und es sollte auch immer nur einer fotografieren. Also dieses sogenannte Rudelschießen, das ist für das Modell sehr irritierend. Okay. Niki, den Kopf noch ein bisschen Richtung Kamera drehen. Noch ein bisschen. So ist schön. Ja. Ja. Wir haben jetzt auch wieder sehr extreme Schatten.
ein bisschen wieder andersrum drehen. Ganz bewusst, ich habe jetzt das Problem, dass ich auf der linken, also auf Ihrer rechten Seite, der lichtabgewandten Seite, fast überhaupt kein Licht habe, weil das halt ein extrem hartes Licht ist, was wir eingewählt haben. Das ist ganz bewusst gemacht, um den Effekt zu zeigen. Richtig, wir haben ja vorhin gehört, in der Praxis, das ist jetzt ja quasi ein Lichtset, wo man mit einem harten Licht extrem Licht baut. Wenn man das mit der Softbox hat, wird es schon besser. Und wenn man auf der anderen Seite hier einen Reflektor hinstellt, um den Schatten leicht aufzuhellen, dann ist es nicht so extrem, wie wir das jetzt wahrscheinlich in den nächsten Bildern sehen werden. Aber wir wollten ja wirklich ein bisschen übertreiben, um das auch sehen zu können und nicht gleich die perfekten Bilder zu erstellen. Ja. Okay. Gut, mit den Sets sind wir durch. Gut. Dann gehe ich nochmal wieder an meinen Platz. Da habe ich noch eine Folie. Was kann man jetzt als Übung noch machen? Wir haben schon vorhin gehört, Rembrandt, ne? Und sowas. Die alten Meister, die waren da sicherlich sehr gut drin, Licht zu malen. Und die haben es dann auch entsprechend auch übertrieben in Häkchen, weil sie das ja halt können, mit Farbe und Aufhellpunkte aufzunehmen. Also eine gute Übung ist, sich Gemälde anzugucken und die Lichtführung zu bestimmen, wo wäre das Licht jetzt gewesen, wenn man das jetzt nachstellen würde, dieses Gemälde. Wo müsste man die Lampen hinstellen? Gab es da Aufheller? Welches Lichtsetup war das jetzt? War es schräg oben oder wie auch immer? Also es ist eine sehr gute Übung, wenn man solche Gemälde, auch Stillleben mit diesen Rupfschalen, diesen berühmten, oder so kann man sich angucken, wie die das gemacht haben, also wie das wäre. Die große Kunst wäre natürlich, sowas dann auch nochmal nachzubauen, fotografisch, ne? Gemälde als Vorlage nehmen und sagen, genauso soll es aussehen. Ne? Dann Schattenfotos sich anschauen, also sammeln. Also ich habe ja gesagt, die Schatten sagen alles über das Licht aus, wo es herkommt. Und dass man wirklich Fotos gezielt anschaut, wo Schatten drauf sind, und das analysiert, um das zu lernen. Auch in der Umgebung mit offenen Augen rumrennen und sagen, ja, wie ist hier die Lichtsituation? Blaue Stunde wäre ein Thema, verschiedene Weißabgleich, nicht immer auf Automatik lassen, einfach mal probieren, um mit diesen Lichtfarben umzugehen und zu erkennen, was passiert denn da eigentlich und wie sehen die Fotos aus, wenn man mit dem Weißabgleich spielt. Okay, das war mal so ein bisschen, man kann sich sicher noch sehr viel mehr Übungen einfallen lassen, aber wer die Möglichkeit hat, mal in ein Mietstudio zu gehen oder eine Lampe sogar hat, kann das alles gerne mal nachstellen. Ich glaube, da lernt man sehr viel, und um später so Lichtsetups aufbauen zu können, die dann wesentlich ein bisschen mehr komplizierter sind als das, was wir jetzt hier gemacht haben, also dass man noch Aufheller und sowas dazu nimmt. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit für dieses Thema, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir werden jetzt dann noch die Bilder von der Kamera überspielen und hier zeigen und noch mal durchkommentieren, was da so gewesen ist. Also ich zusammen mit dem Thomas gucken wir uns das dann an. Also bleibt noch ein bisschen dran. Wir haben jetzt die Speicherkarte hineingelegt. Rufen wir jetzt mal den Ordner aus, so out of cam direkt, wie es hier gewesen ist. Jetzt muss ich mal gucken. Die anderen sind weg, also hat er vorher gelöscht. Lass mal nicht die vorhergehende Session anschauen. Da fangen wir mal an. So, erstes Bild, das war ja Marlene Dietrich Licht, extrem, also harte, kein Bild? Okay, dann gehen wir nochmal raus, ist da. Dann hat er wieder den Modus geändert. Ach, dann muss ich wahrscheinlich hier die Folie ist noch da, ja, die muss ich die Präsentation beenden. Okay, ja, dann kommt jetzt wenigstens ein Bild, alles gut. Ja, wir machen das auch das erste Mal überhaupt hier solche Meetings mit Video und Videomischerei. Das ist für uns auch was Neues. Also manchmal
gibt es halt kleine Verzögerungen, aber das ist halt live. Genau, genau. Was man hier an diesem Licht sieht, an diesem Bild sieht, ist, das Licht ist halt wirklich extrem von der Härte. Man sieht einen ziemlich extremen Schatten unter dem Kinn am Hals. Richtig, weil das Licht halt von oben, Marlene Dietrich, wir haben von unten einen schwarzen Untergrund, keinen Reflektor benutzt, aber einfach um es zu zeigen. Also genau. wenn man das jetzt machen würde, wäre es gut, wenn man unten unterhalb also unterhalb der Brust praktisch, einen Reflektor hinbaut, was von unten das Licht zurückwirft, um diesen Halsschatten zu reduzieren. Genau, also aber entweder nicht ganz wegmachen, aber eben deutlich abmildern. Ne? Genau. Entweder man stellt einen Tisch davor, wo man dann die Tischplatte zum Reflektieren nimmt, oder halt man nimmt einen relativ einfachen Faltreflektor oder eine Styroporplatte. Die kann man im Notfall sogar von dem Model halten lassen. Genau. Da sind jetzt ja mehrere Schüsse. Die blättern wir jetzt mal so durch, wenn uns da jetzt was auffällt hier. Genau. Das ist sehr ähnlich. Man sieht aber auch, dass das Licht nach hinten hin abfällt. Also vorne, der Nasenrücken zum Beispiel, ist extrem hell, die Stirn ist extrem hell. Die Wangen hinten, unten sind schon wieder relativ dunkel. Ja, wir können das ja nochmal beschreiben. Das Set steht, wir sind ungefähr, also das Licht ist vom Abstand senkrecht ungefähr einen guten Meter weg, oder bis einen Meter bis anderthalb. Und von den Augen auch so anderthalb Meter. Das ist schon nah. Ne? Relativ nah, genau. Ist auch noch so ein Thema mit den Softboxen, wenn man da weiches Licht haben will. Man sieht das oft, dass man die Softbox sehr weit wegstellt. Dann hat man aber eigentlich wieder, was wir gelernt haben, hartes Licht, weil die Lichtquelle wieder kleiner wird in Relation zum Model. Da hat man zwar einfacher mit der Belichtung, wenn das Model sich bewegt, ist es egal, ob die einen Meter vor oder zurückgeht, weil dieses quadratische Gesetz, ob das nun 10 Meter oder 9 Meter sind, ist halt ein kleiner Unterschied. Aber ob das nur 3 Meter oder 2 Meter sind, macht dann schon viel aus. Ne? Der Effekt ist riesig, ja. Und das geht vierfach ein, also Faktor 4. Also da muss man schon aufpassen, also dass das Model dann nicht aus dem Licht läuft in Häkchen. Ne? Wenn die Softbox sehr nah ist. Aber dafür hat man dann das weiche Licht. Also man muss ja schon ein bisschen Mühe geben. Ne? Das ist immer noch das Gleiche. Interessant wird es dann, wenn man das Rembrandt-Licht, hier sieht man sehr schön diesen Butterfly-Effekt unter der Nase, Marlene Dietrich in Extrem und auch wie es gezeigt wurde, dass die Wangen schon Schatten haben. Ne? Also gut, das sind jetzt kommen wir, das ist immer noch... Das oder die erste, schauen wir. Das ist schon die erste. Das ist schon das erste, die ersten Versuche. Das sind noch die Marlene. Ich hatte nur eine andere Blende genommen, zu schauen. Um die Belichtung anzupassen. Genau. Ja, genau. Ja. Es ist immer noch Marlene. Es kommt dann schon, man sieht in noch kurzer Zeit doch schon sehr viele Bilder zusammen. Ne? Und hier geht's jetzt los mit dem Rembrandt-Licht. Man sieht ja den geschlossenen Schatten, den Nasenschatten, der in den Wangenschatten übergeht. Und was hier natürlich in Extremform, aber was hier sehr schön ist, man hat hier immer noch den Augenreflex und der ist wichtig. Also in der unbeleuchteten Seite, dass da noch im Auge noch Leben ist. Ne? Und das hinzustellen, ist halt eine Fummelei. Ja. Hier ist es gerade so nicht. Ja. Ne? Da ist hier sieht man aber auch ziemlich gut, dass es manchmal wirklich um Millimeter geht. Wenn sie den Kopf ein bisschen mehr gehoben hätte, hätte man wahrscheinlich den Augenreflex noch drin. Also das ist jetzt ein, Das ist von der Emotion ein tolles Bild. Ja. Muss man ja auch mal sagen, ne? Unser Model arbeitet gut mit. Hier sieht man genau, da ist der Reflex um Haaresbreite nicht drin, ne, im Auge. Aber dafür muss man halt auch mehrere Schüsse, wenn man sowas machen will, dann kann man es nicht einstellen, einen Schuss und da sitzt das. Das schaffen auch Profifotografen nicht, mit einem Schuss das richtige Bild zu machen. Hier ist die Lichtfläche sehr klein schon.
Hier ist er noch kleiner. Also das ist dann so gesehen kein Rembrandt mehr. Das ist quasi ein Ausschuss in dem Sinne. Sie hat sich etwas nach vorne gebeugt. Ein bisschen vorne gebeugt. Ja. Schon stimmt der Winkel nicht mehr. Hier ist es auch so klein. Und hier wird es dann wieder besser. Ja, man sieht, wir machen alles live und hier ist es dann leicht gedreht. Hier geht der Schatten, der Nasenschatten berührt jetzt schon nicht mehr. Da sieht man, da ist es da unten nicht in Ordnung. Auge ist zwar hell, aber da geht der Schatten, das Licht dann auf, ne? Die Fläche. Fehlen auch nur Millimeter. Ja. Es ist eine Millimeterarbeit, wenn man das gesehen hat, wie wenig man sich da bewegt. Hier sieht man sehr schön die Fläche. So, und das war Rembrandt, ne? Da sind wir schon bei dem Seitenlicht. Oder Nasenschatten. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir die Bilder anschauen. Es sollte der Nasenschatten möglichst, wenn man darauf achtet, nicht in die Lippen reingehen. Ne? Das ist hier besser. Ne? Also dass der Nasenschatten sollte auf den Flächen bleiben und nicht Flächen durchschneiden, also Schattenflächen durch oder Linien durchschneiden. In den Flächen bleiben, Linien durchschneiden, ist das nicht so schön. Also das ist wesentlich gelungener, weil hier die Lippen noch ganz bleiben, die Konturen. Hier auch. Auch sehr schön. Ist das Kopf wieder, ein bisschen angehoben, wird der Nasenschatten schon kürzer. Da sieht man, dass durch leichte Bewegung der Schatten sich natürlich deutlich ändert. Jetzt kann man das hier mit so einem harten Licht gut sehen. Wenn man eine Softbox hat, dann muss man dann nochmal genauer hingucken. Ne? Das ist ja ziemlich das Gleiche. Hat man nur an der Überblendung gesehen. Ja, hier sieht man es wieder, dass der Schatten in die Lippenlinie reinläuft. Kopf höher. Stückel. Dann ist es so, wie man es eigentlich gerne hätte. Hier auch. In einer schönen Pose mit der Hand unterm Kinn. Eine fragende Pose, auch gelungen. Mit der Blende sich wieder ein bisschen. Wir wollten ja ein bisschen schauen, weil wir das Kamerabild ja gleichzeitig per Video übertragen, konnten wir natürlich die Bilder jetzt nicht kontrollieren zwischendurch. Das sollte man natürlich auch als Fotograf dann machen, dass man sich einen Probeschuss macht und dann das Bild mal anschaut, Feinabgleich und dann weiter fotografiert. Sehr schön. Das geht jetzt. Jetzt extremes Seitenlicht. Jetzt sind wir in dem Splitlight, mit dem extremen Seitenlicht. Was man hier sieht, das haben wir, dass man durch dieses Effektlicht von hinten, das Haarlicht auf der Seite halt doch noch ein leichtes Licht hat. Das haben wir dann später dann weggenommen. Also das ist jetzt dann extrem. Teilung der Gesichtshälfte in eine helle und eine dunkle. Es ist dann sehr geheimnisvoll, ne? Weil man die andere Hälfte nur erahnen kann. Hier mit einer anderen Kopfhaltung. Da kann der Kopf auch hoch und runter gehen. Da hat man verschiedene Ansichten, weil das ist so extrem, dass die lichtabgewandte Seite wirklich dann im Schatten liegt. Wie gesagt, wenn man das optimiert, wäre natürlich in dem Auge mit dem Reflektor was zu machen. Ne? Kannst du die Maus aus dem Bild rausnehmen? Dann sieht man, dass da wirklich gar kein Effektlicht mehr von der Seite kommt. Richtig. Hier hatten wir das jetzt ausgeschaltet und nur noch mit der einen Lampe gearbeitet. Hier sieht man jetzt auch sehr schön am Oberkörper, wie dieses Licht auch dazu geeignet ist, Konturen hervorzuheben. Ja, gerade so das Thema ist ja, wenn jetzt
ein Dekolleté zu sehen. Das Schlüsselbein ist ja oft eine schöne Sache. Wenn das Schlüsselbein eine Kontur hat, dann hat man da auch wirklich eine 3D-Plastizität drin, als wenn das alles flach ist. Ne? Mhm. Aber es hat natürlich, man sieht auch, es arbeitet natürlich auch jede Pore hervor. Ne? Das ist. Ja. Die kleinste Hautunebenheit erzeugt einen Schatten und die Schatten werden hier hervorgehoben. Nun, jetzt kommen wir mit diesen seitlichen Themen. Dass die eine Seite, das ist immer noch das. Das oder? Ist immer noch ist das. Immer ja. noch das, das ist noch mhm. nicht. Nur eine andere Haltung. Genau. Ich muss das mal überlegen. Hier sieht man auch mit der Armkontur, wie das wirkt. Ne? Wenn der Arm oben ist, muss man natürlich aufpassen, dass mit dem Arm hat es ja schön gemacht, dass er das Gesicht nicht abschattet. Ne? Genau. Dass der Arm so weit hinten ist, dass das Licht noch aufs Gesicht fällt, aber der Arm halt eben diese Kontur zeigt. Ne? Hier sieht man, bei dieser Haltung sieht man das ziemlich genau. Man sieht den Arm und die Hand, aber die Hand hat halt auch einen extremen Schatten aufs Gesicht. Es ist halt nicht für alle Haltungen geeignet. Das, wie jedes Licht nicht für jede Haltung passend ist. Also man muss das auch zusammenpassen. Ja. Hier sieht man genau extrem das Extrembeispiel, wo der Arm Schatten voll ins Gesicht fällt. Das ist jetzt ein echtes... Ja, ein bisschen mystisch Geisterbild, ne? Das würde mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Genau. Hier mal wieder besser. Hier hatte sie jetzt den... geh nochmal ein Bild zurück, bitte. Hier hatte sie jetzt den Oberkörper ein wenig gedreht, sodass der gesamte Oberkörper Licht abbekommt. Der Formungsschatten, nennen wir ihn einfach mal so, ist nicht so extrem, aber dafür ist halt der gesamte Oberkörper belichtet und beleuchtet. Mhm. Hier wieder ein bisschen zurückgenommen, das Ganze. Oh, da sind doch einige Fotos entstanden. Ja. Einiges. Und einfach mal so durchklickert, was da so dabei ist. Ja, wenn das einmal eingestellt ist, kann man in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele unterschiedliche Fotos machen. 5 Minuten am Stück durchfotografieren sind schon sehr, sehr viele Fotos. So, und jetzt kommen wir zu dem nächsten Setup. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen einen Hänger, wie es hieß, und aber es war ja das, wo wir die gesichtszugewandte Seite schmaler machen wollten, indem wir da einen Schatten drauf bringen, dass das ganze Gesicht schmaler wirkt, also länger. Und sie hat natürlich jetzt kein rundes Gesicht, also im runden Gesicht würde das in die Länge ziehen und nicht so rund erscheinen lassen, wenn man ein rundes Gesicht hat. Dadurch, dass da die Seite eigentlich im Dunkeln liegt, die Teil des Gesichtes. Hier sieht man es eigentlich noch besser. Das war jetzt 30 Grad von vorne, 30 Grad von oben. Genau. Sehr schönes Bild. Ja, und der Ausdruck des Modells ändert sich ja auch immer wieder. Also es ist wirklich wichtig, dass man dann auch mit einigen mehrere Bilder macht, dass man auch ein, zwei, drei gute sich dann aussuchen kann. Ne? Genau. Was wir hier jetzt auch auf jeden Fall, was man vielleicht zu Hause anders macht oder im Studio anders macht, was wir nicht machen konnten, wir haben die Bilder alle in diesem Format gemacht. Wir haben kein Hochformatporträt gemacht. Das ist dem geschuldet, wenn wir die Kamera drehen würden, müsste man draußen den Monitor auch drehen, um dasselbe
sehen zu können, weil halt ja direkt live übertragen wird. Zu Hause würde man wahrscheinlich eher im Hochformat fotografieren, Porträts. Genau, das ist auch geschuldet. Dann kann man es hier auch in der Übertragung quer auch jetzt besser sehen, als wenn die Bilder nur diesen 16:9 Bildschirm so wenig ausfüllen. Dann sieht man auch viel weniger. Mhm. Und natürlich die Live-Übertragung, das ist der Grund. Ne? Und sie sind auch out of cam, unbearbeitet, so und JPEG, damit wir es schnell zeigen können. Ich finde, diese Beleuchtungsart ist auch ausgesprochen gut dazu geeignet, um kontraststarke Schwarz-Weiß-Fotos zu machen. Richtig. Mach weiter. Ist nicht so schön. Das ist besser. Besser mit den Augen. Ja. Man erwischt auch manchmal gerade den, wo der Augenschlag stattfindet. Genau. Das sieht live. Man erst hinterher. Das kann man auch nicht vorhersehen. Es passiert halt. Man sieht sehr schön die Konturen des Körpers. Hier ging es zufällig durch die Haltung wieder ins Rembrandt rein. Ne? Ja. Weil das Gesicht nicht dahin geneigt wurde, ne? Genau. Sondern es wieder gerade war. Ja. Und jetzt genau das Umgekehrte. Die zugewandte Seite beleuchtet, also auch 30-30. Durch Umstellen der Lampe auf die andere Seite erreicht. Und dann hat man also eine dominierende, große, beleuchtete Fläche eigentlich vom Gesicht. Und die andere wird dann relativ klein, die im Schatten liegt. Wenn man die noch aufhält, dann würde man ja auch noch mehr sehen da. Die ist jetzt sehr schwarz, ne, durch das Extreme, was wir jetzt hier gemacht haben. Man könnte auch sicherlich mit einer zweiten Lampe, die schwächer eingestellt ist, von der anderen Seite aufhellen. Hier, wie schon mehrfach erwähnt, extremes Licht gezeigt, um die Wirkung wirklich hervorzuheben. Ja, hier sieht man auch, dass man wirklich dann bei solchen Sachen darauf achten müssen, wie die Schatten fallen. Ne? Ja. Also hier haben wir genau wieder den kompletten Mund durchgeschnitten in den Linien, was sehr unschön ist. Ne? Mhm. Also das passiert bei sowas sehr schnell, dass eine Aufnahme misslingt, weil einfach bei so extremen Einstellungen, extremen Schatten, das dann sehr unschön werden kann. Deshalb war ja sagen, wir mussten den Kopf wirklich dann zum Licht drehen, die eine Seite, nur die andere weg. Man darf dann die andere Seite nicht herdrehen, weil da gibt es unschöne Schatten dann. Das macht auch interessant, wenn... Ist ein interessantes Bild wie hier jetzt, wenn auf der anderen Seite noch so ein bisschen Licht zu sehen ist, dass man da auch noch was sieht, ein bisschen heller und da noch auch eine leichte Beleuchtung bei dem Auge, dann wirkt das Ganze wird das noch interessanter. Ne? Wenn man das erreicht in der Richtung hier. Das ist dann wieder, sieht man hier schon, das geht schon wieder in Richtung Rembrandt. Ja. Eine Frage an euch beide noch, was kostet denn so eine Anlage und was braucht man mindestens, wenn man das als Amateur machen möchte zu Hause? Ja, ich meine, die Preisklassen, die gehen ja von wenig bis sehr viel. Wenn man sich mit den China-Produkten anfreundet, da kriegt man, was habe ich jetzt gelesen, eigentlich schon ein ganz gutes, also Netzbetrieb ohne Akku, 600 Wattsekunden Leistung, glaube ich, für ungefähr 200 Euro ein so viel Blitzkopf. Ja, es gibt aber auch günstigere Varianten, weil wir haben jetzt hier zum Beispiel mit 100 Wattsekunden nur fotografiert. 600 Wattsekunden für zu Hause braucht man eigentlich nicht. Also man bekommt definitiv eine Lampe, die über Netzbetrieb läuft, ohne Funkauslöser für um die 100 Euro. Man braucht dann, wenn man möchte, natürlich einen Funkauslöser dazu. Es geht auch mit Kabel, finde ich persönlich aber nicht so schön, weil über ein Kabel kann man auch gerne mal stolpern. Funkauslöser, wenn man sich ein Funkauslösersystem
kauft, ist man sicherlich mit einem Sender gut bedient. Die Systeme gibt es von Godox oder von Jinbei, dass die Lampen selber den Empfänger integriert hat. Da würde ich darauf achten, wenn ich mir ein System kaufe, dass ich nur den Sender brauche, dass die Lampen selber bereits den Empfänger eingebaut haben. Die kosten der Sender auch nochmal um die 100 Euro ungefähr. Also im Prinzip der Sender plus je Lampe jeweils 100 Euro. Ein Stativ noch dazu, gibt es günstige, gibt es teure? Mit 50 Euro kann man anfangen, ja, also sowas ungefähr. Genau, 40, 50 genau, Euro. Genau. Hintergrundsystem ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob man unbedingt ein Hintergrundsystem für zu Hause braucht. Von der Sache her reicht eigentlich eine weiße Wand. Wenn man weit genug weg ist von dieser weißen Wand, Licht fällt im Quadrat der Entfernung ab, hat man vorne hell, hinten dunkel. Wäre also gar nicht notwendig. Natürlich kann man sich auch Stoffhintergründe kaufen, Papierhintergründe kaufen, aber für den Anfang würde ich das erst einmal ohne Hintergrundsystem versuchen und würde mit einer weißen Wand versuchen. Gut, und so ein Standardreflektor ist ja dann schon mal dabei, genau. So gesehen. Und wenn man weiches Licht haben will, das was zu empfehlen ist, was ich gemacht habe, ich habe dann eine 90er Octabox. Die kostet 80 Euro, gibt sogar noch billiger für 60 oder sowas, so eine Softbox. Es gibt immer wieder Sonderangebote, da gibt es die ab 25 dann Euro. Dann hat man schon, damit kann man dann anfangen. Hat man einen Normalreflektor, man hat eine Softbox, man hat ein Auslösersystem, ein Stativ und eine Lampe oder zwei Lampen, ein Reflektor vielleicht noch, so ein Standardreflektor. Wenn man einen Helfer hat, kann ja einer den halten. Du meinst jetzt einen Faltreflektor, nicht den Reflektor auf der Lampe, sondern einen Faltreflektor, wo man die Schatten aufhellen kann, wenn man mit einer Lampe arbeitet. Mhm. Damit kann man anfangen und dann werden die Wünsche natürlich größer. Ich nutze zum Beispiel zu Hause bei mir im Keller als Reflektor einfach nur eine Styroporplatte. Die habe ich mir im Baumarkt geholt, 5 Euro oder sowas. Die weiße Seite reicht völlig aus. Ja. Kann ich das auch mit Dauerlicht machen? Oder brauche ich eine Putzanlage? Geht mit Dauerlicht genauso. Bei Dauerlicht ist halt das Thema, wenn ich eine spiegellose Kamera habe, sehe ich sofort, was ich habe. Hat für mich riesen Vorteile. Ich habe zu Hause bei mir im Keller zwei Dauerlichtlampen stehen, habe zwei Reflektoren da dran. Das funktioniert wunderbar. Der Nachteil beim Dauerlicht zum Blitz ist, die Lampe ist ständig an. Das heißt, die Pupille des Models verengt sich ein wenig. Das heißt also mit anderen Worten, man muss ein bisschen aufpassen, wie hell man die Lampen einschaltet, damit das Model selber nicht geblendet ist, weil das Licht ist ständig an. Ist einfacher bei Spiegellosen. Bei Spiegelreflexkameras muss man halt einmal die Belichtung dann einstellen, damit es passt. Ja, mit Dauerlicht hätte man auch noch einen Vorteil, wenn die Dinger dann so viel Power haben, die Blitze, dann braucht man eigentlich auch immer die kleine Blenden. Wenn man die Blende aufmachen will, dann ist man mit Dauerlicht besser dabei, weil man da kann man nämlich auch die Belichtungszeit dann kurz machen. Da ist man wieder frei von den Einstellwerten, braucht keine Synchronzeit beachten. Es hat alles Vor- und Nachteile. Dafür hat ein Blitz so viel Power, dass er alles umgebungslicht totschlägt. Wenn man genug Leistung hat. Genau. Und man muss auch dazu wissen, ein Blitzlicht kann man nicht verwackeln. Das heißt, ein Blitzlicht ist immer scharf. Wenn ich ein Foto blitze, ist dieses Foto immer scharf. Beim Dauerlicht ist wieder das Thema, man selber bewegt sich, das Model bewegt sich. Wenn man dann eine relativ lange Belichtungszeit hat, kann es schon zu Bewegungsunschärfen führen. Also man muss dann die Belichtungszeit wirklich, also allerlängste Belichtungszeit, 125stel, lieber 180, 250stel, dann entsprechend kriegt man auch gute Bilder hin. Gibt es weitere Fragen aus dem Chat? Im Moment nicht. Gut, wir sind auch durch mit den Bildern jetzt zu zeigen. Ja. Letzte Gelegenheit, nochmal Fragen zu stellen. Sie können auch Ihr Mikrofon einfach einschalten und Ihre Frage stellen. Das war so und so die letzte Einstellung. Das sind dann vielleicht noch ein paar Wiederholungen. Ja. Das brauchen wir jetzt nicht weiter treiben. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, dann
sagen wir vielen Dank. Und also hier geht es dann weiter erst um 14 Uhr mit der Levitation-Thematik. Bis dahin ist auf dem Kanal sicherlich nur das Programm weiterhin zu sehen, was es in den anderen Räumen gibt. Also hier geht es weiter für People mit Levitation, mit Vortrag und Demo ab 14 Uhr. Genau, das heißt, da ist das Ziel, Fotos zu erzeugen, wo das Model schwebt. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie da wieder dazukommen würden. Okay, alles klar. Dann.